Jetzt spielen wir Geschichtsunterbricht. Geschichtsunterbricht, das noch größere Ratespiel. Als Schorat mit Pastewka, dem Pierre ja so schlecht war. Doch darum geht's heute nicht. Wir spielen Geschichtsunterbricht. Und ihr müsst raten, wie die Geschichte weitergeht. Ihr müsst raten, wie die Geschichte weitergeht. Wir haben Personen gefragt, die haben die Geschichte erlebt. Was Kurioses oder Doofes, was für Zufall entsteht. Dann müsst ihr raten, wie die Geschichte weitergeht. Ihr müsst raten, wie die Geschichte weitergeht. Ich hoffe, ich hab's jetzt so erzählt, dass es auch der Dümmste versteht. Ihr müsst raten, wie die Geschichte weitergeht, nachdem sie stoppt. Ja, das war ein sehr langes, ausführliches Jingle. Vielen Dank. Wir spielen, Dankeschön, zwei, viel Jingle für ein Spiel. Das ich ganz kurz noch mal erkläre. Spiel funktioniert folgendermaßen. Wir haben Leute auf der Straße gefragt, erzählt uns eine Geschichte. Das werden sie auch tun. Und irgendwann halten wir die Geschichte an. Und ihr dann müsst raten, wie die Geschichte weitergeht. Ihr müsst raten, wie die Geschichte weitergeht. Ja, ihr müsst raten. Stopp! Wir haben die Zeit nicht. Wir spielen jetzt Geschichtsunterbricht. Möchtest du anfangen? Gerne. Sehr gerne. Okay, dann spielen wir jetzt unsere erste Runde. Ich habe keine Ahnung, ist ja ein faires Spiel. Wir schauen mal, welche Geschichte wir jetzt hören. Ich komme aus dem Bauernhof und dort hatten wir einen Hund. Der hat alles gejagt, was gerannt ist. Und eines Tages kam der Hund mit dem Rassezuchtbock, ein Karnickel vom Nachbar, tot im Maul bei uns ins Haus rein. Meine Mutter, geistesgegenwärtig, hat gesagt, komm her, wir waschen den, wir Haarwäsche drauf und den schick gemacht, geföhnt. Und mein Vater ist nachts rüber in das Grundstück, hat den Hasenstall gefunden und hat den Hasen da reingelegt. Und am nächsten Tag... Oh, das ist die Stelle, wo du jetzt weiter erzählen darfst. Ich finde es schön, dass sie den Hasen schick gemacht haben. Das ist süß. Am nächsten Tag hat sich der Nachbar gewundert, warum der Hase im Meerschweinchenkäfig liegt. Ja. Das könnte sogar wirklich die richtige Geschichte sein. Wenn, wäre das ein Punkt für dich in diesem Spiel. Wir lösen auf. Der kam rein und sagt, stellt euch mal vor, bei mir ist ein Wunder geschehen. Ist mir doch gestern der Rasebock verreckt und ich habe den in den Garten vergraben. Und heute früh komme ich in die Scheune, in den Stall und der liegt da geschniegelt und gebügelt. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Sensationell. Es war fast dran. Es war fast dran, aber sensationelle Geschichte. Sensationelle Geschichte. Okay, okay. Ich will es auch mal probieren. Wir spielen noch eine Runde. Nächste Geschichte. Wir versuchen hier Leute zu finden, die unseren Verein, unterstützen. Und die häufigste Frage, die ich den Bürgern stelle, ist... Oh, man weiß ja gar nicht, was für ein Verein das ist, ne? Die häufigste Frage, die er stellt, ist... Bin ich mal gespannt. Das muss was Originelles sein. Das ist nicht sowas wie, mögen Sie Tiere? Das kommt ja dann meistens, ne? Und dann hat man schlechtes Gewissen. Er hatte rot und weiße Sachen an. Ja, dann ist es Rotes Kreuz? Oder, weiß nicht. Ah, Rotes Kreuz. Dann ist die Frage, glauben Sie an Gott? Wegen Kreuz. Ah ja. Lösen wir mal auf. Und die häufigste Frage, die ich den Bürgern stelle, ist, darf man sie mal kurz stoppen beim Shoppen? Oh, das ist aber, das ist eine Punchline. Ein Reim. Nicht schlecht. Ja, komm, wir machen noch einen. Du bist jetzt wieder dran. Bitte schön, nächste Geschichte. Ich habe in der 6. Klasse einen Vorlesewettbewerb mitgemacht. Das musste jeder bei uns machen in der Klasse. Und gerade als ich vorne saß, aufgeregt, roter Kopf, musste aus dem Buch vor der ganzen Klasse vorlesen. Das ist, ich muss das sagen, es ist Nina, unsere Kamerafrau. Ich wusste das nicht. Das ist für mich auch eine große Überraschung. Ihr Schweine. Ich bin sehr gespannt. Ich kenne die Geschichte nicht. Ich kenne alles aus Ninas Leben, aber die Geschichte nicht. Also, Nina hatte das Buch dann aufgeklappt. Vorlesewettbewerb. Und dann wollte sie gerade Luft holen. Der Mund war sehr trocken.
Sie hat richtig tief Luft geholt und hat gar nicht gemerkt, dass um das Buch herum, was sehr alt war, wo irgendjemand eine alte Käsescheibe drin vergessen hatte, ganz viele Fliegen drin waren. Sie klappte das Buch auf, holte Luft, um zu sprechen, und atmete 5 Fliegen ein, verschluckte sich an den Fliegen und konnte nicht weiter lesen, hat den Buchwettbewerb, den Vorlesewettbewerb total verloren, aber hat eine Vorliebe entdeckt für Insekten. Ich glaube, ehrlich gesagt, so wie ich Nina, kennst du Nina persönlich? Weil das klingt gerade so. So wie ich Nina kenne, ist das die wahre Geschichte. Ich habe sie schon öfter mal Sie nickt mit dem Kopf. Heuschrecken essen sehen. Dann, ich habe ein bisschen Angst vor der Auflösung, gebe ich offen zu. Aber dann lösen wir mal auf. Kam mir ein Mitschüler entgegengerannt, mit der Hand vorm Mund und zwischen seinen Fingerritzen, und überall umrum spritzte Kotze aus ihm heraus. Das hat für den 3. Platz noch gereicht bei mir. Ich war kurz abgelenkt. Eine hervorragende Geschichte fürs nächste Buch. Das ist voll dein Style. Das ist eine schöne Geschichte. Vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, aufgrund deiner originellen Geschichte hast du dieses Spiel einfach gewonnen. Dein Punkt, das heißt, du hast das Spiel gewonnen. Das war Geschickt vom Brief. Das war ein sehr, sehr lustiges Video. Das hier ist übrigens auch ein sehr, sehr lustiges Video. Und hier kann man den YouTube-Kanal der Pierre M. Krause Show abonnieren. Das ist unglaublich, was da... Ich habe keine Ahnung. Probiert's aus und schreibt mir einen Brief, was ihr so alles gefunden habt an lustigen Videos im YouTube-Kanal der Pierre M. Krause Show.